Hi Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Spielevorstellung wieder von mir. Und zwar Tribal Wars 2. Das würde ich mir ganz gern mit euch mal anschauen. Und wenn ihr das auch spielen wollt, wenn es euch gefällt, Link ist direkt unten in der Videobeschreibung. Da einfach mal reinschauen, da könnt ihr euch anmelden. Ihr unterstützt mich natürlich auch ein bisschen damit, das sage ich gleich im Voraus. Und ich finde es aber so ein super witziges kleines Game. Wir fangen hier bei 0 an und schauen einfach mal drüber, was wir Schönes machen können. Denn ich finde, es sieht grafisch auch wirklich sehr ansprechend aus. Das muss ich wirklich sagen. Ist ein Browser-Game, sage ich auch gleich dazu. Deswegen easy peasy. Und man kann sich super easy einfach anmelden. So, willkommen bei Tribal Wars 2. Dies ist euer Dorf. Bevor ihr anfangt, euer Reich auszubauen, andere Dörfer in eurer Provinz einzunehmen, solltet ihr euch zunächst auf das Ausbauen eurer Gebäude, Truppen und Verteidigung konzentrieren. Ein höherstufiges Hauptgebäude schaltet weitere Gebäude und Möglichkeiten frei. Das finde ich super. Ich sollte vielleicht Steam bannen. So, okay. Dann betretet das Hauptgebäude. Klick auf das Hauptgebäude. Ja, mache ich. So, jetzt sind wir hier im Hauptgebäude. Da haben wir verschiedene Funktionen, verschiedene Menüs. Hier sehen wir einmal die Hauptgebäudestufe, hier Hauptgebäude Stufe 1. Da können wir das Ganze upgraden und so weiter, die Informationen. Und wir klicken erstmal hier drauf. So, jetzt öffnet sich hier drüben so eine schöne kleine Leiste. Baut das Hauptgebäude aus. Ihr benötigt Rohstoffe, um euer Gebäude zu bauen und auszubauen. Schaut nach oben, ihr könnt die Rohstoffe, die ihr im Speicher habt, oben rechts am Bildschirm ran sehen. Holz, Lehm und Eisen benötigen wir. Und hier sehen wir natürlich auch unsere Rohstoffe. Einmal Holz, einmal Lehm, einmal Eisen. Drunter ploppt noch so eine kleine Anzeige auf. Da seht ihr, wie viel pro Stunde quasi produziert werden. Das sind aktuell 20 Stück. Das könnt ihr natürlich erhöhen, indem ihr einfach die jeweiligen Sachen ausbaut. So, Proviant haben wir 234 und wir haben ein paar Kronen. Genau. So, nächster Schritt. Wir gehen hier einfach Step by Step das Ganze durch. Baut das Hauptgebäude aus, klickt auf zwei Stunden. Ja, ja, genau, Hauptgebäude ausbauen. So, das Ganze dauert nur 25 Minuten, das ist aber super. Klickt auf Stufe 2 ausbauen, klickt auf so weiter und so weiter. Ja, genau. So, das Ganze können wir natürlich hier mit diesen Kronen auch beschleunigen. Zack, und fertig ist es. Wir sind Stufe 2. Kronen hat es uns jetzt aktuell noch nicht abgezogen, weil das halt eben am Anfang so ist. Später gehen die Kronen natürlich runter, ist ganz klar. Und es sind halt Sachen, ich glaube, die Kronen sind das, was man für Echtgeld kaufen kann. Oder man wartet eben die Zeit, die Auswahl hat man ja. Ausbauarbeiten ihres Hauptgebäudes haben ein neues Gebäude freigeschaltet, die Kaserne. Oh, geht's jetzt schon los? Schön. Gleich kämpfen. Das Errichten und Ausbauen von Gebäuden ist immer derselbe Prozess. Errichten Sie nun die Kaserne, ist ein Lieblingsort, denn es ermöglicht euch, Einheiten zu rekrutieren. Genau das werden wir auch tun. So, hier haben wir die Kaserne, da sind wir gerade ein bisschen nach unten geswitcht und die bauen wir natürlich. Die sind 5 Sekunden fertig und da entsteht die quasi hier auf der Map. Das finde ich auch super cool. Ah, ich kann hier gerade noch nicht klicken, weil der immer wieder was Neues will von mir. Jetzt sagen wir Einheiten. Ja, ja, wir sollen Einheiten rekrutieren. So, jetzt können wir es endlich zumachen. Hier ist jetzt unsere Kaserne entstanden. Super cool, oder? Ich finde das mit dem Dorf hier, finde ich, so schön gemacht. Gerade hier mit diesem Dorfgraben drumherum, da müsste jetzt noch Wasser drin sein und dann Lava und Zeug. Und hier steht der Tyrann und da macht alle kaputt, wenn sie kommen und uns eigentlich, und so weiter und so fort. Ihr versteht, was ich meine. Ich bin immer leicht angetan von solchen Spielen, entschuldigt bitte. So, wir betreten natürlich jetzt erstmal die Kaserne. Dort haben wir verschiedene Einheitentypen, die wir bauen können. Und zwar den Sperrkämpfer, Sperrkämpfer, Bogenschütze, schwere Kavallerie oder eben, das sind übrigens die defensiven Einheiten. Oder wir haben natürlich noch offensive Einheiten. Das sind die, die vorne in der ersten Reihe stehen, die direkt auf den Mann gehen. Das sind auch die, die beim Fußball immer, naja, egal. Axtkämpfer, leichte Kavallerie, berittene Bogenschütze, Rambock und Katapult, genau. Technologiefortschritt haben wir hier unten natürlich auch, da seht ihr das. Wir haben einen kleinen Technologiebaum, umso weiter wir fortschreiten, umso mehr Sachen bekommen wir eben. So, wir können alle Einheiten zurücksetzen, Rekrutierung beginnen. Und wir werden jetzt erstmal gucken, was der gute Mann hier von uns will. Proviant benötigt. Ah, Einheiten gibt es nicht gratis. Ihr benötigt Rohstoffe, um sie zu rekrutieren. Sie möchten auch etwas essen, deshalb haltet Proviant bereit. Genau. So, nächster Schritt. Wählt die Einheit aus Sperrkämpfer. Habe ich gemacht. So. Klickt euch maximal. Ah, okay. Das ist die maximal verfügbare. Ah ja, 5 Stück können wir maximal ausbauen. Mit dem Proviant quasi. Und jetzt werden wir die Rekrutierung beginnen. So. Und jetzt sollen wir das wieder schließen. Gut. So.
Unsere Sperrkämpfer werden rekrutiert oder wurden rekrutiert. Es dauert etwas, bis eure rekrutierten Einheiten bereit sind. Ich möchte nicht so lange warten, deshalb habe ich euch soeben 30 Sperrkämpfer gegeben. Oh, das ist aber sehr freundlich. Ich hoffe, das zieht sich das ganze Spiel noch so. Spaß natürlich. Hier oben seht ihr alle verfügbaren Einheiten in eurem Dorf. Sehr gut. Wow, das sind aber viele. Wo kommen die denn alle her? Das sind nicht alles Sperrkämpfer. Ach so, ich bin blöd. Ne? Hier haben wir die ganzen verschiedenen Einheiten, Typen, die es natürlich gibt. Und hier haben wir jetzt eine 30 stehen. Hier sind die Sperrkämpfer. Da haben wir 30 Stück. Genau. So, Kartenansicht. Klickt hier, um die Karte zu gelangen. So, da schauen wir uns natürlich jetzt mal hier diese wunderschöne Karte an. Uah! Okay. Andere Dörfer. Auf der Karte sind viele Dörfer zu sehen. Ihr seid nicht alleine. Die Farbe über euren Dorf zeigt an, wem es gehört. So, euer aktuelles Dorf, eure anderen Dörfer sind gelb markiert und rot sind andere Spieler und grau sind die Barbaren. Hier ist ein Barbarendorf. Dieses Dorf steht aktuell unter Angriffsschutz. Ja. Also wir haben auch, das muss man auch sagen, eine bestimmte Zeit lang am Anfang kann man euch nicht angreifen. Das ist quasi wie so ein kleiner Welpenschutz, den ihr hier habt. Und ja, dass ihr erstmal in Ruhe euer Dorf ein bisschen ausbauen könnt und ein paar Einheiten zusammenrotten, dass ihr quasi nicht von Anfang an gleich BAM auf den Deckel bekommt. Greift ein Barbarendorf an. Los geht's. Jawohl. So, hier haben wir auch wieder verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Einmal Produktion steigern, dann die Gruppen hinzufügen, Dorfinformationen. Da können wir mal drauf. Ne, können wir gerade nicht. Ist ausgegraut. Dann können wir wohl nur Truppen schicken machen. So. Greift einfach Barbarendorf, klickt, um eure Einheiten auszusenden. Gut, wir wollen alle 30 dorthin schicken, weil wir sind ja total crazy. Und deswegen drücken wir jetzt Angriff. So, die laufen jetzt hier schön los. Erste Plünderung, hervorragend. Eure Armee ist auf dem Weg, das Barbarendorf anzugreifen und Rohstoffe zu plündern. Ich werde mich nun zurückziehen, aber keine Sorge. Ich habe einige Quests für euch, die euch alles weitere beibringen werden. So, jetzt kriegen wir hier, das ist auch schön, so ein kleines Quest-Fenster. Da haben wir quasi, guck, jetzt haben wir hier, waren wir da gewesen im Barbarendorf, zack, haben den einen geklatscht und gehen wieder zurück. Mit der Beute natürlich. So, Tutorial beenden. Hier haben wir unser kleines Quest-Fenster. Dort bekommen wir quasi immer wieder Aufgaben, die wir erledigen können, wo wir natürlich auch Belohnungen für unterhalten, erhalten. So, das ist wichtig, solltet ihr auf jeden Fall machen. Erledigt, Rohstofflager ist jetzt hier noch mit dazu gebloppt, erledigt Aufgaben, um zusätzliche Rohstoffe zu bekommen. Lager öffnen. So. Erledige eine Aufgabe aus der unten stehenden Listen und sammle nach Abschluss die Belohnung ein. So. Seltenheit. Okay. Starte 6 Ausgabe. Ne, Aufgabe ausführen. 6 Minuten, 7 Sekunden. 113 Eisen. Okay, 114 Eisen. Mach mal das mal. So. Aktuelle Produktion. 483 Holz. Ist das jetzt richtig? Ja, ich glaube schon, ne? 6 Minuten, okay. Das läuft erstmal. Moment. Was war hier noch? Berichte. So, Dorf. Schauen wir uns da mal die Berichte an. Dorf von McManus greift Barbarendorf an. So, Angreifer hat gewonnen. Das waren wir. Angriffsmodifikator 97%. Ja, ihr habt ja eben noch so verschiedene Modifikatoren. Und die Beute waren 250 Holz, 250 Leben und 250 Eisen. Man muss aber dazu sagen, hier könnt ihr euch übrigens in der detaillierten Ansicht noch anschauen, habt ihr Einheiten verloren und so weiter und so fort, was ist genau passiert. Und wir sehen, wir hatten keine Verluste und der Gute hat alles verloren. So, weil er doof ist. Weil ich angegriffen habe. Wenn ich angreife, gibt es auf die Mütze. So, was haben wir jetzt hier noch? Moment. Ups. Ich hatte doch hier noch eine andere Berichte. Du hast ja voll gestohlene Ware freigeschaltet. Oh, du hast folgende Belohnung. Details zum Erfolg anzeigen. Da bin ich auch mal gespannt. Ach so, geplünderte Rohstoffe. Alles klar. Hm? Okay. Haben wir einen Erfolg. Super. Schön. Was haben wir jetzt gekriegt? Hier dieses Abzeichen. Ganz toll. So. Was können wir noch Schönes machen? Wir können natürlich jetzt hier einmal auf die Quests schauen, die wir hier so schön haben. Und, warte mal, das Rohstofflager wollte ich schon mal schauen. Okay, 4 Minuten und... Gut, aber ich würde sagen, hier beenden wir den Part erstmal. Es wird auf jeden Fall noch eine Folge kommen am Morgen, da werde ich euch auch noch ein bisschen was zeigen. Und ja, wenn ihr das auch spielen wollt, wenn ihr das auch so cool findet wie ich, weil ich finde das echt klasse, dann geht einfach, ach Quatsch, zum Dorf springen. So, dann geht wie gesagt einfach auf den Link, der unten in der Videobeschreibung steht, dort könnt ihr euch anmelden.
wie nochmal zuvor schon gesagt, auch jetzt nochmal, ihr unterstützt mich etwas damit, also es wäre super nett. Und ja, ich find's klasse. Bis dahin, euer Mickey.